Eigentlich wollte ich zum Top-Thema der Woche was machen, und das ist eindeutig die wachsende Kriegsgefahr zwischen Günter Grass und Israel. Man muss sagen, Grass hat angefangen. Ja? Und ich hätte wahrscheinlich gesagt, was alle sagen, nur ein bisschen anders, nämlich dass Grass ein kreativ erloschener, pompöser Moralschwätzer ist, der den Juden den Holocaust nie verzeihen wird, wie mein Freund Henry Broder das vor einiger Zeit so treffend formulierte. Ich hätte es ein bisschen anders gesagt, natürlich. Aber dann passierte das hier. Diese erschütternde Dokumentation eines religiösen Analphabetismus Aber in sie diesem sagt, Land, die Massen jubeln. Ist für mich Doch ein gerade, dass Beleg, die dass das Massen Problem jubeln, Herr der Matthes. Aber Sie sagten doch gerade, dass Sie. Ja, ich habe von religiösem Analphabetismus gesprochen und von der geistigen Verödung des Landes. Zwei Tatsachenbehauptungen, die wohl unumstritten sind, die aber lange nicht mehr so prägnant und komprimiert formuliert worden sind. Und ich bin von vielen Freunden gebeten worden, doch mal zu verraten, wie ich es schaffe, der eigentlich gelungene Talkshow-Auftritte hinzulegen und vielleicht ein paar Tipps zu verraten. Und ja, ich habe mir Gedanken gemacht und habe was zusammengestellt. Eins vorweg, eins ist wichtig. Man sollte vor solchen Runden immer zu einem Meister des Faches gehen. In meinem Falle dem Zeitherausgeber Joe Joffe, Talk-Großmeister. Habe ihn besucht und er hat mir sehr wertvolle Tipps gegeben. Joe Joffe, großes Problem. Ich bin bei Anne Will eingeladen zur Talkshow. Was muss ich beachten? Vier Grundregeln. Erstens, immer nur lange schwarze Socken, keine kurzen geringelten. Zweitens, immer lateinische Zitate wie Hic Rhodos, Hic Salta, hier ist Rhodos, her mit dem Salz. Drittens, den Leuten immer ins Wort fallen und wenn sie dann protestieren, sagen, sie können doch nicht einfach weiterreden, wenn ich sie unterbreche. Schließlich und vor allem Geißler nie in die Augen sehen. Dann ist natürlich in den Tagen vor so einem Auftritt verstärktes Krafttraining und Ausdauertraining angesagt. Und natürlich immer wieder Motivationstraining, Motivationsmantras. Das wird die beste Talkshow, die ich hier abgeliefert habe. Vorbereitung ist alles. Geißler, aufpassen. Selbstverständlich spielt eine ausgewogene Nahrung eine Rolle. Kraftfutter vor solchen Talkshow-Auftritten. Ich achte immer darauf, dass, wie ich Zusatzstoffe verwende, die bei späteren Dopingkontrollen nicht festgestellt werden können. Natürlich ist geistige Vorbereitung immer wichtig. Also ich blättere mich dann durch die verschiedensten Publikationen, um mich anzuregen. Ja, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wollen wir loslegen hier durch unsere hochauflösenden Spezialkameras aufgezeichnete Sendung. Mal reingucken. Du Christus in die Welt gemacht und das die Karimatik, die Nächstenliebe, die christliche Nächstenliebe, das war der Drehpunkt der Geschichte. Das war der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Und wenn Sie das jetzt mit Hitler in einen Kopf werfen, ist das ein. Lange Socken. Es sind lange Socken, die man jetzt nicht sieht. Aber es ist psychologisch natürlich wichtig zu wissen, dass man lange Socken anhat. Zusätzlich, kleiner psychologischer Vorteil, zeichne das mal ein, hier die rote Krawatte. Krawatte hat gewirkt wie ein rotes Tuch auf die Diskussionsteilnehmer. Alle stürzten sich natürlich auf mich, was dann natürlich auch ein psychologischer Vorteil für mich war. Und dann sagte Joe Joffe natürlich lateinische Zitate. Ich wollte, habe immer auf den Moment gewartet, wo ich die Gordas und mir das Salz rüber einflechten kann. Ich habe dann aber mit einem Augustinus-Zitat aufwarten können und einem sehr schönen. Du hast uns zu dir hin erschaffen und unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir. Ja. Da ist sozusagen diese Augustinus. lebenslange Bewegung drin, ne? Nach Ja. Hause kommen. Darf ich Das ist mal natürlich ein kurz ungeheuerliches Wort. Heiner Geißler war zunächst psychologisch im Vorteil, weil er klar gemacht hatte, dass er ohne Sünde ist.
auf sich laden. Der hat gesagt, ich bin jetzt aus der evangelischen Kirche ausgetreten, hat er gesagt, weil ich es satt habe, dass ich jeden Sonntag von der Kanzel herunter hören muss, nicht wahr, dass ich ständig Sünden begehe. Jetzt habe ich mal mir überlegt, welche Sünden ich eigentlich in den letzten 10 Tagen begangen habe. Und mir ist gar keine eingefallen. Also Sie sind der Stellvertreter. Und das ist natürlich entwaffnend. Ich habe mich besonders an Joe Joffes Rat erinnert, die ganze Zeit, nämlich möglichst den direkten Augenkontakt mit Heiner Geißler zu vermeiden. Schließlich habe ich vor allem Geißler nie in die Augen gesehen. Warum? Das hat seine guten Gründe. Es hat sich gezeigt, dass Heiner Geißler in Talkshows radiomagnetische Wellen aussendet, die den Gegner verwirren, die Diskussionsgegner total zerhäckseln. Unser alter Attack-Kämpfer rächt immer wieder rein und sagt, ich bin der Stellvertreter Gottes. Diesen Wellen sollte man ausweichen, was ich die größte Zeit über gemacht habe, aber an einer bestimmten Stelle habe ich einfach zurückgeschmettert. Also Geißler, ja, Geißler, dann gehen die Strahlen hier, also hier besitze ich, ne, ich, direkt sozusagen in meine Augen, ja, und das musst du erstmal aushalten. Und ab einer bestimmten Stelle habe ich einfach zurückgestarrt und die Strahlen in seine Richtung bewegt, dass er die Hände vor die Augen halten musste. Der religiöse Analphabetismus in diesem Lande, der passiert, liegt eigentlich daran, dass der Papst irgendwann ist. Ich werde mir für künftige Zusammentreffen mit einer Geißler dann doch hier diese Schutzschirmbrille aufsetzen. Das ist eine sogenannte Drohnenbrille von der US Air Force entwickelt worden. Geformt wie ein Stealth-Bomber, wie man sieht. Und es garantiert effektiv, was das Abfangen von feindlichen radiomagnetischen Geißlerwellen angeht. Also mit so einer Brille fühlt man sich da natürlich ein bisschen souveräner. Also Tipp an alle, die in Talkshows mit Wollt ihr den totalen Krieg Heiner Geißler zu tun haben, vielleicht doch so eine dunkle Brille zu tragen. Tja, nachzutragen wäre noch, dass die Sendung Glauben zum Thema hatte. Glauben in Deutschland. In Deutschland, wo Straßenumfragen ergeben, dass Golgotha doch eher eine Zahnpasta ist und dass wir zu Ostern den Osterhasen verehren, wo Katholiken ohne Sünde sind und die meisten ohnehin nicht mehr an ein ewiges Leben glauben. Und die Kirchen natürlich leer sind wegen der Sexualmoral. Am Schluss der Sendung gelang es mir tatsächlich dann noch, einen von mir sehr verehrten Theologen ins Spiel zu bringen. Nein, nicht Geißler, sondern Josef Ratzinger. Josef Ratzinger, Benedikt den 16., der übrigens nächste Woche Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch, Heiliger Vater. Ich glaube, Sie haben bei Ihrem Besuch in Deutschland in den Stadien und in Ihren Predigten und Reden alles gesagt, was gesagt werden musste. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.